Bro Lost. Yo, was geht, meine lieben Pokesists und Poke-Bros? Ja, Mann, es geht weiter. Es ist Season 2. Boah, Leute, ich bin so gehypt, Mann. Ich hab so Bock gehabt. Ich hab... Ohne Scheiß, Junge. Ich laber hier schon wieder so hardcore. Ich bin so übelst aufgeregt. Mal, wie immer eigentlich. Ich, ohne Witz, ich hab so der neuen Season entgegengefiebert. Und ja, ich hoffe, ihr habt das Teambuilding-Video gesehen, beziehungsweise das Kader-Video. By the way, heute ist Spieltag 1, habe ich das erwähnt? Spieltag 1 ist gegen Benji. Ich weiß jetzt nicht, also eingetragen ist er unter Benny. Aber ich glaube, der callt sich Benji. Ist ja auch... Ja, Ben. Kürzen wir einfach ab. So, und ja. Ich kann meinen eigenen Teamnamen nicht aussprechen. Germoni 12ers sind am Start. Und da habe ich mir 6 rausgepickt. Und zwar Alfred Akani. Siegfried Cherox, Martin Mamutel, nein, kein Manfred dieses Mal, Doris Dianzi, Ingo Irokex und Alfons Apokalyp. Fangen wir mal von vorne an mit Alfred. Komplett offensiv, mixed. Habe ich mir da was bei gedacht. Ja, der Feuerfänger ist da für wen war das noch? Muss ich überlegen. Naja, für potenzielle Feuerattacken. Er hat Kudel im Team. Beziehungsweise im Kader. Und dementsprechend habe ich gedacht, nimmst du einfach den Feuerfänger mit. Ich habe erst gedacht, Bedroher, damit er möglicherweise denkt, dass er dass Akani bzw. Alfred defensiv ist. Aber naja, Ramos, ist ja auch egal. So, und dann haben wir Cherox mit dem Wahlband, auch Balki offensiv. Patronenhieb, Abschlag, Kehrtwende, Kreuzschere. Kreuzschere ist für Rabigator. Auch hier würde ich mit einer Kreuzschere 100% Kill auf einen Rabigator, auch wenn ich minus 1 gehe. Ich kalk jetzt nochmal. Ich bin so unsicher gerade. Crocodile, sag ich mal, ein Techniker mit X-Scissor minus 1. Okay, wird nicht 100%ig killen, aber er wird mir auch wenig Schaden machen. Dementsprechend ist es ganz okay. Aber Patronenhieb, Wahlband, böllert immer rein. Ist Prio. Für Primarine, by the way, auch noch. Und diverse andere Mons. Ja, gehen wir weiter. Martin, ich laber schon wieder viel zu lange. Eigentlich soll das ein kurzes Video werden. Martin, Mamutel, Tarnsteinleger, Abschlag, Eissplitter, auch Prio. Volles Match, Speckschicht, defensiv gehalten, muss ich hier sagen. Ich meine, das habe ich auch Balki gemacht. Ich gucke nochmal nach. Balki offensiv. Ja. Dann Doris. Doris Dianzi. Ich sag's euch so, ich habe einen Gameplan. Und
ja, Diamantsturm, Magieflamme, Steinpolitur, offensiv. Ja, Steinpolitur ist dafür da, um einfach schnell zu sein, weil ich werde möglich, sehr wahrscheinlich damit leaden. Und wenn er Rabigator hat, dann sollte Moonblast eine 12,5%ige Chance haben zum O-Cone. Und ja, auf jeden Fall werde ich alles von einem offensiven Rabigator überleben. Kommen wir zu Ingo Irokex. Bedroher, Beulenhelm, komplett physisch defensiv. Ableittyp, Abschlag, Toxin, Brüller, damit, ja, wenn ich die Tarnsteine draußen habe, einmal komplett durchwechseln. Ja, und Alphonse, ja, speziell defensiv, einfach für Primarene, nur für Primarene, tatsächlich. Ja, natürlich, wenn Primarene jetzt nicht da sein sollte, beziehungsweise dabei ist, kann ich es auch in ein, ja, eigentlich in fast alles reinschmeißen, weil es halt komplett tanky, das Ding. Genesung ist drauf. Rote Karte für, ja, einfach so, weil ich nicht wusste, was ich drauf packen soll. Kann man immer nehmen. Und ja, so sieht das Team für heute aus. Und, ja. Ich hoffe, ihr seid gleich auch dabei. Schön. Ersten Spieltag. Ich möchte gern gewinnen. Und ja. Dann sehen wir uns gleich.